Passend zu Weihnachtsmarkt und Glühwein läuft ja seit gestern die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Andreas, so sieht's aus. Und da hat heute einer der Favoriten, England, schon mal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt und mit 6:2 gegen den Iran gewonnen. Aktuell läuft das Gruppenspiel zwischen den Niederlanden und dem Senegal. Da steht's zu Beginn der zweiten Hälfte 0:0. Die deutsche Mannschaft steigt am Mittwoch ins Turnier ein und da sind alle Augen auf ein Talent gerichtet. Für viel Gesprächsstoff sorgt die Entscheidung heute des DFB, nun doch nicht mit der One Love Kapitänsbinde gegen Japan aufzulaufen, um ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz zu setzen. Die FIFA hatte dem DFB und anderen Nationen mit erheblichen Konsequenzen gedroht. Kommen wir zum Volleyball. Da hat sich der Meister, die BR Volleys, nochmal verstärkt. Ab sofort spielt der Australier Arash Dosanjh für die Berliner heute Mittag. Das Sportministerium Brandenburg, das wird kurzfristig 2,7 Millionen Euro für rund 3000 Sportvereine im Land bereitstellen. Grund sind immer noch Nachwirkungen und finanzielle Einbußen durch die Corona-Pandemie. Während für die Fußballer der sportliche Höhepunkt des Jahres gerade erst begonnen hat, bekommen andere schon Auszeichnungen für ihre Leistungen 2022. In Cottbus werden gerade vom Behinderten- und Rehabilitationssportverband Brandenburgs Parasportler des Jahres geehrt. Johanna Rüdiger ist mit dabei. Und Johanna, wie weit ist die Verleihung denn schon fortgeschritten?